hochkonzentriert. Dass wir nochmal gucken, was da mit dem Kopf ist. Spezialisiert. Man muss sich dafür allerdings Zeit nehmen. Und einfühlsam. Was kann man denn gegen ihre Angst machen? Das sind die Neurologen des Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt. Es ist 7.15 Uhr. Guten Morgen. Auf der Neurologie beginnt die Visite. Insgesamt 26 Patienten sind es heute. Davon 4 auf der Stroke Unit, einer speziellen Station für Schlaganfallpatienten. Alles soweit gut, ne? Hier liegt Henrik Lamik. Der 67-Jährige ist seit einer Nacht auf der Stroke Unit. Also die Störungen, die Sie gestern hatten, ist das schon wieder weg? Nee, ist noch da. Ist noch da, aber mit dem Lesen? Ja, mir war so schlecht und auf einmal konnte ich nicht nach rechts gucken, sondern Kopf irgendwie so nach links. Sagt meine Frau, ich muss jetzt sofort schnell ins Krankenhaus. Verdacht auf Schlaganfall. Gut, okay, ja. Mal hier festen drücken. Ja, nicht zerdrücken. ist gut. Alain Gento leitet die Station. Als Chefarzt der Neurologie muss er immer den richtigen Nerv haben und treffen. Die spannenden Momente sind vor allem, wenn man so einen akuten Patienten kommt. Der kommt bewusstlos und kann kaum was machen. Und dann hat man innerhalb von 5 Tagen, kriegt man ihn da wieder auf die Beine. Und dann geht es ihm da auch wieder gut. Für Henrik Lamik geht es zum MRT. Die Ärzte wollen sich Gewissheit verschaffen, ob sie mit ihrer Diagnose richtig liegen. Vor dem MRT-Bereich heißt es warten. Warten bis zur entscheidenden Untersuchung. Erst danach wird der Patient erfahren, wie es weitergeht. Währenddessen machen sich Chefarzt Gento und sein Kollege Felix Teupel auf den Weg zur Intensivstation. Der 29-Jährige ist Arzt in Weiterbildung. Jetzt gehen wir auf die ITS. Weil wir gestern Nacht einen Patienten mit starkem Alkohol, also mit Alkoholintoxikation bekommen haben und er liegt erstmal dort. Und jetzt gehen wir mal gucken, wie es ihm geht. Wer sie dort erwartet und wie ernst der Zustand ist, wissen die Mediziner. Nicht aber, wie schwer die Entzugserscheinungen genau zu dieser Minute sind. Beim MRT geht es jetzt los. Henrik Lamik kennt den Prozess, weiß, dass es gleich laut wird. 10 Minuten muss er nun durchhalten und vor allem stillhalten. Für ihn lange Minuten zwischen Hoffen und Bangen, ob sich die Diagnose Schlaganfall wirklich bestätigt. Auf der Intensivstation übernehmen Chefarzt Gente und Felix Teupel den Alkoholpatienten. Ja. Wissen Sie noch, was Sie getrunken hatten? Sonst habe ich immer Clan und jetzt habe ich Apfelkorn. Ein Delirium nach einer Flasche Apfelkorn am Vorabend. Fazit 4,1 Promille. Die ersten Entzugserscheinungen sind am Morgen danach bereits eingetreten. Krampfhaft übergibt sich der Patient immer wieder und wieder. Und so ein Delir, so eine Bewusstseinsstörung, Desorientierung, die immer mal wieder kommt. Ja. Also Weißmäuse gesehen, auf Deutsch, auch schon mal gehabt? Weißmäuse nicht, aber Satan habe ich gesehen. Der Patient erhält Medikamente gegen die bevorstehenden Krämpfe und Halluzinationen. Ja. Gut, auf jeden Fall, die Kollegen sagen gerade, sie möchten gerne Entzug machen. Ja, aber erst muss ich nach Hause dann. Erst müssen Sie nach Hause. Ja, wegen Sachen holen, Klamotten. Kann ich nicht immer vorbeisehen? Es ist ja so, dass in dieser akuten Phase erzählen Sie sehr vieles, ja. Aber wir überzeugen die schon, dass sie dann ein bisschen bleiben, um auch diesen Entzug dann zu machen. Das heißt, gerade hat er so als Grund Klamotten. Und wir haben ja auch so erklärt, dass jemand doch die Klamotten mitbringen kann. Und dann fand sich schon eine Anfangslösung, ne?
dass jemand dann die Klamotten mitbringen kann und dann macht er das. Ja. Auf dem Weg zurück zur Station nutzen die Ärzte die Gelegenheit, um mit einem Operateur einen möglichen Gefäßeingriff vorzubesprechen. Den von Henrik Lamik. So kann auch schnell gehen. Ja. Bei der Auswertung der MRT-Aufnahmen bestätigt sich der Schlaganfallverdacht. Die Ursache für diese Diffusionsstörung, diesen Schlaganfall, ist eine Einengung der linken Schlagader, Hauptschlagader auf der linken Seite. Es ist an der Zeit, den Patienten zu informieren. Und ist ja schon mit den Kollegen der Gefäßchirurgie besprochen, dass sie dann am Freitag operiert werden. Der rüstige Senior kann die Nachricht nur schwer verarbeiten. Der angehende Neurologe Felix Teupel holt ihn ab. Es steht die Untersuchung der Halsschlagader an, die wichtigste Blutverbindung zum Gehirn. Ist diese eingeengt, wird das Gehirn nicht ausreichend versorgt. Wenn man sie so einmal sieht, ne, sieht sie erstmal normal aus, aber wenn man das mal ein bisschen von einem anderen Winkel betrachtet, diese weißen Klumpen dort. Das ist die, ne, ja, da. Genau, der schwarze Schlauch ist quasi die Halsschlagader. Und wenn man ein bisschen guckt, dann sieht man da auch die schwarzen Klumpen, die weißen Klumpen schon. Das ist ihre Atherosklerose, ne? Das ist die Gefäßverkalkung. Vor dem 67-Jährigen liegt jetzt der operative Eingriff. Die einzelnen spezialisierten Fachstationen arbeiten Hand in Hand. Während der OP wird die Halsschlagader umgestülpt, von den Ablagerungen befreit und wieder in den Ursprung gebracht. Henrik Lamik ist einer von deutschlandweit 200.000 Schlaganfallpatienten im Jahr. Das hochspezialisierte, multiprofessionelle Team im Asklepios-Klinikum Uckermark in Schwedt kann ihm helfen. Sehr schön. Gut. Okay. Aber nicht nur ihm, sondern auch vielen anderen Patienten mit neurologischen Erkrankungen. Sehen Sie in der nächsten Folge Brigitte Lange. Sie lebt seit 20 Jahren mit Parkinson und mit einem Hirnschrittmacher.